Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Teil von meinem Collection Update präsentieren. Heute schauen wir uns mal an, was ich die letzte Woche so an Items für meine Collection gesammelt habe, anhand des Add-ons All the Things. Und dann dementsprechend auch noch am Ende werden wir ein bisschen shoppen gehen und das ein oder andere uns noch kaufen. Bevor wir da aber richtig reinstarten, erstmal noch eine kleine andere Sache. Ich hatte am Wochenende nicht, zumindest am Sonntag nicht gestreamt gehabt, weil ich Probleme mit meinem Sound hatte und alles jetzt neu machen musste. Das hat ein bisschen länger tatsächlich auch gedauert. Und schreibt mir einfach gerne mal in die Kommentare, falls es jetzt großartig anders anhört, falls ich nochmal was umstellen muss, dass ich einfach so ein kleines Feedback habe. Ich hoffe, dass es jetzt wieder so halbwegs passt. Gut, so viel zu der Soundgeschichte, jetzt dann aber zu dem, was wir an Collection Update haben. Ich habe mal reingeguckt, letzte Woche waren wir stehen geblieben bei 1379 Items, die mir noch gefehlt haben, was 98,16% entsprechen. Und jetzt sind wir runter auf 1352 Items, was 98,20% entspricht. Natürlich geht das noch ein bisschen runter, wenn wir uns dann nachher noch ein bisschen was kaufen werden. Was habe ich die Woche über so gemacht? Wir haben vor allem, letzte Woche sind wir mit Toys fertig geworden. Jetzt wollte ich mit den Pets so langsam mal abschließen. Ich habe von den 7 Pets, die mir gefehlt haben, nochmal 3 Stück geholt. Das klingt jetzt nicht viel, aber am Ende sind es halt immer ziemlich beschissene Sachen. Eins dieser beschissenen Pets, die mir noch gefehlt hatten, war das aus dieser Ravendress-Kiste, die irgendwie einmal im Monat vielleicht auftaucht. Da hatte ich Glück, da bin ich mit dem Main hin, zack, gleich in der ersten Kiste war es drin. Dann bin ich nochmal mit 5 anderen Chars hin, da war es dann nicht drin. Also es scheint doch relativ selten zu sein, da war ich anscheinend lucky. Das Pet ist, glaube ich, auch für 200.000 so im Schnitt im Auktionshaus. Also das ist schon mal gut, dass ich das selber bekommen habe über die Kiste und das dementsprechend nicht farmen muss. Dann habe ich ja alle Gebäude bei meinem Ravendress-Char ausgebaut auf dem zweiten Account und nutze auch das Spiegelnetzwerk jetzt aktiv. Und da gibt es auch ein Pet, was man durch das Spiegelnetzwerk bekommt. Ist auch meistens für so 100.000 Gold im Auktionshaus. Das haben wir auch rausbekommen. Und was war das letzte? Ach ja, ich habe im Gluthof auch mit meinem Ventier-Char das letzte Pet geholt, was ich mir hier hätte auch für Anima holen können. Das ist so ein Fuchswelpe gewesen. Den habe ich jetzt quasi auch zum Abhaken und dementsprechend sind es jetzt insgesamt nur noch 4 Pets, die mir quasi im Game-Spiel fehlen. Das ist einmal Sengling, den gibt es auch über den Ember Cord, also auch über meinen Ventier-Char. Da müsste ich einfach mal die richtige Kombination spielen. Dann vergoldeter Warter, den kriegt man aus einer Kiste in der Bastion oder anscheinend auch aus dem Schatz aus Ravendress. Okay, interessant. Larion Springer, ja gut, das ist halt die Geschichte mit, wie ich sag, Orestes, der heißt aber anders, ne? Der heißt Orstus und Sotiros. Ich habe vorhin gerade, habe ich bei meinem Kyriana-Char mein Anima Conductor auf drei abgegradet und jetzt kann ich ihn dann selber beschwören. Jetzt muss ich dann nicht immer irgendwie in der Gruppe hoffen, dass man im Tool hoffen, dass eine Gruppe drin ist, sondern ich kann ihn dann jetzt ab morgen müsste ich ihn selber beschwören können und dann geht was ab. Und das Letzte, was es dann noch ist, ist quasi dieser Provost, den man bei der Kyrianern kaufen kann bei einem Händler, wenn man denn die Achievements gemacht hat. Die werde ich wahrscheinlich jetzt mal den Tage angehen. Ich habe 200 Marken, glaube ich, mit meinem Kyriana-Char. Also ich könnte mal die Arena durchballern, bräuchte ich bloß eine Skill in der Kyriana-Arena und dann läuft das. Also da sieht schon ganz gut aus. Also hier seht ihr es, hier sind jetzt halt 5 Pets drin, weil man natürlich das Murky aus der ersten BlizzCon noch, oder? Das ist die zweite BlizzCon, oder? Erste, zweite? Naja, müsste die erste sein. Ich glaube, der Blizzard-Bär war 2006, ne? Genau, also das sind die Pets noch. Alle diese Pets könnte ich theoretisch auch im Auktionshaus kaufen. Und sagen, komm, scheiß drauf, wir hauen da jetzt halt mal, was kosten die, halbe Million, 300k, 79k, 69k, ne? Man könnte da jetzt auch einfach mal eine Million reinbuttern, reicht sogar nicht mal ganz mit den aktuellen Preisen und die kaufen, ihr wisst, wer meine Gold-Videos guckt, das ist übrigens die Woche ausgefallen, auch wegen Soundprobleme, mache ich wahrscheinlich dann nächste oder übernächste Woche, muss ich mal gucken. Könnte ich natürlich machen, hab genug Gold, aber ich warte mal noch ab. Eventuell spiele ich es mir selber oder gucke, dass ich sie irgendwo anders günstiger bekomme. Genau, das ist das erste Ding. Dann bei den Mounts haben wir wieder eins raus. Ich habe mir
endlich das Tahonta Mount geholt. Also das ist letzten Freitag gedroppt. Ich habe es jetzt heute mal aufgenommen, nachdem ich meinen Sound wieder gefixt habe. Das lag jetzt die ganze Zeit rum und mir hat es schon ein bisschen in den Fingern gejuckt. Ich wollte das Video fertig machen, dass ich das Mount lernen konnte. Mein Mikrofon ging aber nicht und naja, schwierig. Das haben wir jetzt damit auch abgeschlossen. Fehlen noch ein paar andere Mounts, da bin ich aber dran. An Sets hat sich nichts geändert. An Flight Parts hat sich auch nichts geändert. Erweiterungsfeatures sind wir ein bisschen runter, ich glaube um 9 Punkte. Das liegt hauptsächlich an dem Gear für Vorlagen, Sets. Es gibt ja quasi hier immer noch ein drittes Set, ne, was man bei jedem Covenant anders bekommt. Ich habe jetzt beim Necrolord ein Teil, bei meinem Ventier-Char bin ich jetzt im Spiegelnetzwerk unterwegs, dann tue ich jeden Tag die 3 Spiegel reparieren, die man als Ventier, wenn man das Reisenetzwerk auf Max hat, reparieren kann und gucke da, was ich an Loot kriege. Da habe ich ja auch unter anderem das Pad bekommen und da habe ich schon 1-2 Teile jetzt gekriegt. Also da ist ein bisschen was runtergegangen, ich habe ein bisschen was über den Gluthof bekommen, also das sind so Kleinigkeiten, die hochgehen. Dann Erfolge ist auch weniger geworden, weil ich 2 Erfolge abgeschlossen habe. Erstmal die Geschichte hier mit diesen Animazellen in Torghast. Ich habe einfach random nochmal probiert und anscheinend haben sie es gefixt. Mittlerweile kann man den Marktschaffler auch als Necrolord kriegen. Also ich hab selber nicht mehr dran geglaubt. Ich war letzte Woche in Torghast drin, denke mir, okay, es klappt eh nicht, wirfst drauf und kriegst und war so dran geguckt, dachte mir, hä, hat es jetzt wirklich funktioniert? Also wenn du schon gar nicht mehr dran glaubst, dass Blizzard es irgendwann mal fixt, weil ich es, glaube ich, seit 2 Monaten oder so probiere und es halt immer rumgebuggt hat. Und sie haben es gefixt anscheinend und jetzt klappt es. Ja? Also Marktschaffler haben wir damit auch abgehakt. Und jetzt fehlt mir halt nur noch das Phantasma, ne? Das muss ich halt auf kurz oder lang vielleicht mal farmen oder ich mach's übers Addon hinweg, ich weiß es noch nicht, ne? Also auf jeden Fall, da ist Achievement nochmal ein bisschen was rausgegangen. Und dann haben wir noch einen Anhänger auf 60, den habe ich, was ist ein 21. Den habe ich sogar heute auf 60 gekriegt, ne? Vorhin erst, richtig, da war ja was. Jetzt fehlt mir quasi hier nur noch 2 andere Achievements, dass ich meine 3 Seelenbande auf 60 bringe und diese Schlundmissionen. Und bei den Seelenbanden sieht es aber auch noch nicht so schlecht aus. Und zwar, ihr seht, das ist hier mein erster Seelenband, der sitzt auf 60. Dann mein zweiter Seelenband, der ist auf 59. Der braucht jetzt halt hier noch ein wenig EP. Warte mal, kann das sein? 20k? Viel mehr gebraucht? Ja gut, kann sein. Der braucht halt jetzt hier noch 12.000 in etwa. Sind's und dann der dritte Seelenband, das ist der hier, der ist auf 56, ne? Also der braucht noch 3,5 Level. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann nächste Woche schon fertig sein wird. Könnte sein, dass ich in der Woche die 3,5 Level schaffe. Muss ich mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall dran. Ihr seht, die sind durchgehend auch auf einer Mission. Ich schicke die durchgehend weiter. Warte mal, ist die Mission sogar gerade fertig? Dann können wir die gleich mal weiterschicken. Was ich im Moment so ein bisschen versuche, teilweise bekomme ich, vielleicht so auch als Tipp für euch, teilweise bekomme ich 3-4 EP-Missionen gleichzeitig, dann versuche ich nicht alle Typen in die EP-Mission zu hauen, sondern spare mir die, schicke die los, die am schnellsten geht und tue quasi alle EP-Missionen für meine Seelenbande benutzen. Ne? Gut, letztens hatte ich dann, ihr seht, da ist auch gerade wieder eine EP-Mission, jetzt ist das natürlich blöderweise hier ausgelaufen und dementsprechend, jetzt wird er wahrscheinlich ein bisschen weniger brauchen, oder? Was haben wir jetzt? Sind es nur noch 9.700, ne? Es gibt da teilweise EP-Missionen, wo es zusammen fast 4k EP bringt, dann geht das natürlich schon ordentlich nach oben. Und jetzt habe ich hier gerade keine EP-Mission, ne? Ich weiß, gut, ich bleibe jetzt heute noch ein bisschen auf, ich habe gerade auch Urlaub, was ganz schick ist. Dann schicke ich den auf eine kurze Mission, wo ich möglichst viel EP bekomme. Zum Beispiel, hier habe ich eine Mission, die bringt mir 500 EP und geht halt nur 3 Stunden und 22 Minuten. Und dann gucke ich halt, dass ich da dann dementsprechend die Anhänger reinbastel. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die schaffe. Ja, doch. Die packe ich. Dann können wir den schon mal einmal verwurschten hier, dass der gleich schon mal wieder durchgehend quasi auf EP aus ist. Und vielleicht kriege ich nachher nochmal 1-2 EP-Missionen. Dann schicke ich quasi erst die los, die nicht so lang läuft. Und dann mit den anderen, wenn die fertig ist, die nächste EP-Mission. Das habe ich jetzt schon öfter gemacht, die Tage. Dann konnte ich die eigentlich durchgehend auf EP-Missionen kriegen. Und kriegt die halt schneller hoch, weil ich will ja auf kurz oder lang mit dem Main hier die Covenants durchswitchen. Und ich hänge halt noch an ein paar Punkten, wo ich sage, okay, die muss ich noch machen, bevor ich den Covenant switchen kann. Das ist einmal, dass ich mir alles Zeug hier kaufe, da bin ich jetzt gut dabei, da werden wir halt auch nochmal reingucken. Dann ist natürlich hier die Seelenbande, ne, die 3, das wird wahrscheinlich noch eine Woche dauern, dass ich den einen
den ich jetzt auf 56 habe, dass der schlussendlich dann auch auf 60 ist. Gut, bei dem dauert es nicht mehr lange. Ne? Das werden wahrscheinlich jetzt noch 2-3 Tage sein, schätze ich mal. Aber der andere, der wird jetzt wahrscheinlich sind es eher noch eineinhalb, vielleicht 2 Wochen. Ne? Muss ich mal gucken. Dann eins, wo ich halt noch ein bisschen dran hänge, ist das Einigkeitsset. Da muss ich einfach mit den Mob-Einigkeit, den man bei einer 5er Monstritätenfabrik basteln kann, Dailies machen oder eine World Quest, um genauer zu sein. Dann können die halt random procken. Ich habe jetzt eins gekriegt. Ihr wisst, ich mache jeden Tag World Quests. Also das scheint selten zu sein und wahrscheinlich ist das, was mich am längsten aufhält. Monstritäten-Set, da kriegt man ja random von den Quests. Ne? Man sieht es anscheinend vorher immer, ob man sie bekommt von den Quests, die hier in der Monstritätenfabrik sind. Diese Woche habe ich wieder keins dabei, also das hält mich halt leider auch so ein bisschen auf. Und ja, das sind so die Sachen, warum ich jetzt im Moment noch bei den Necrolords bleiben muss. Und natürlich die Schlundmission. Das sind noch 4, die mir fehlen. Eine habe ich gerade, glaube ich, sogar am Laufen, ich möchte jetzt nicht lügen, aber große Pläne. Also wenn die hier in 12 Stunden wieder zurückkommt und erfolgreich ist, dann habe ich dementsprechend hier nur noch 3. Es steht aber dran, schließt folgende Schlund Abenteuer ab. Ich sage nichts davon, dass ich es erfolgreich abschließen muss, aber wahrscheinlich zählt es nur, wenn es erfolgreich ist, tatsächlich. Genau. Wo waren wir sonst stehen geblieben? Sets, wie gesagt, da hat sich nichts geändert. Erweiterungsfeatures haben wir ja gerade gemeint. Erfolge, genau. Weltbeute hat sich nichts geändert. Außenbereiche, da haben wir anscheinend ein bisschen was plus gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was. Wahrscheinlich sind es auch die Spiegelgeschichten, vermute ich mal. Sonst wüsste ich jetzt gar nicht genau, was ich hier an Außenbereichen noch plus gemacht habe. Wo ich auf jeden Fall dran war, ist Dungeon und Schlachtzüge. Und da haben wir ein paar Sachen plus gemacht, vor allem hier in Shadowlands. Ihr seht, jetzt ist nur noch das Mount hier drin, ne? Die Dings habe ich ja bekommen gehabt. Die restlichen Items vom Worry und meinen Schurken, den habe ich ja extra hochgespielt, um die ganzen Dungeon-Belohnungen zu holen. Letzte Woche habe ich 10 Tries auf das Mount raus. Also ich war quasi mit allen 6 60er-Chars, die ich habe, einmal im Plus 0. Und dann bin ich mit dem Main noch 4 Keys gelaufen, 14er Aufwärtskeys, um dann die Woche in der Weekly Chest möglichst 2 Items drin zu haben, 2 26er Items und noch die Mount Chance mitzunehmen. Werde ich wahrscheinlich diese Woche auch wieder so machen. Also das Mount ist hier noch drin und in Schloss Nafria fehlen mir auch noch ein paar Items. Es sind aber nicht mehr sonderlich viele und hier sind es wenige geworden, denn das können wir vielleicht schöner hier sehen. Ich muss einmal auf Vorlagen und dann hier drauf. Im Normal fehlen mir jetzt nur noch 2 Items. Und im HC fehlen mir noch 3 Items. Hier war ich unterwegs, habe mit mehreren Chars den Raid durchgeclearet. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich ein bisschen dumm bin. Und zwar, ich habe mit allen Chars den LFR komplett geclearet, um das Anima mitzunehmen. Und bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass man jeder Schwierigkeitsstufe das Anima bekommt. Aber ihr kriegt die nur einmal. Ne? Also wenn ihr einen Boss im LFR macht, kriegt ihr im HC oder im NHC kein Anima mehr. Also es war total sinnlos, den LFR durchzuspielen, wenn ich eh nochmal komplett im HC durchgehe. Oder mit einem Twink im NHC. Da bin ich aber erst danach drauf gekommen und die Woche werde ich wahrscheinlich mit keinem Char den LFR durchlaufen, sondern in der Zeit, wo ich normalerweise den LFR durchlaufe, laufe ich halt mit einem Char NHC durch oder mit... Ich habe sogar mit einem Twink jetzt... mit einem Twink habe ich alle Bosse im HC gemacht, außer quasi den vorletzten. Ich habe den Endboss mit einer Gruppe umgehauen, also mein Twink, der eigentlich nicht so geil equipped, das hat jetzt Curve, ne, habe ich auch random mit einer Random-Gruppe gemacht und hat aber den diese Steingeneräle hat er nicht, da müsste ich noch gucken, da brauche ich nämlich die Schultern tatsächlich auch noch. Also die Woche werde ich da wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen energischer versuchen, auch mit den Twings, HC, NHC, zumindest eine von beiden Schwierigkeitsstufen einmal durchzulaufen, um dann sowohl im Run Loot zu kriegen und Anima, als auch aus der Kiste. Und ich habe die Weekly Chest heute noch nicht aufgemacht. Heißt, es könnte sein, dass, wenn ich ganz viel Glück habe, in der Weekly Chest schon ein Item drin ist. Ne? RBG war ich letzte Woche auch nochmal intensiv. Ich habe sogar, ich glaube, 3 oder 4 RBG-Wins gemacht. Einfach um dann aus der Weekly Chest, auch wenn das andere Zeug nichts ist, quasi eine RBG-Belohnung rauszuziehen. Genau. Eventuell werde ich jetzt die nächsten Tage noch hier ein bisschen BFA-Content laufen. Da fehlt mir noch ein paar Items aus Mythic-Dinger. Muss ich aber gucken, ob ich hinkomme. Wenn ich jetzt mit 4 Chars Castle Nafria, Sim Nasria, wie das heißt, clearen will, wird es wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, vor allem weil ich ja random laufe und dementsprechend dann es nicht immer ganz so easy durchläuft. Genau, so viel zum Stand. Dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Teil über und zwar zum Shoppen.
Und ja, ich war übrigens fleißig. Ich kann euch was zeigen. Ich habe nämlich einmal, ich glaube vor 2 Wochen haben wir alles Anima ausgegeben mit meinem Main, ne? Da war ich auf 0. Dann habe ich innerhalb von einer Woche, ich glaube so 15.000, 16.000 gefarmt und dann kam ja dieser Anima-Push. Und jetzt bin ich schon wieder am Cap und ich habe schon mal hier noch im Inventar ein bisschen was liegen. Und ich habe tatsächlich auf der Bank, warte, seht ihr das? Also es ist jetzt nicht übertrieben viel, was ich auf der Bank liegen habe, aber es ist schon ein bisschen was, ne? Ist schwer einzuschätzen. Vielleicht ist es 10.000, was ich insgesamt noch rumliegen habe. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. I don't know. Aber was ich gefarmt habe, seht ihr das hier? Animahaltige Waffenfragmente. Und zwar insgesamt 750. Und genau 750 braucht man nämlich, um bei einem von diesen Typen... War das er hier? Nein, das war er nicht. Er ist es, ne? Bei ihm kann man quasi ein Token kaufen. Und ja, dieses Token müsste mir alle Vorlagen geben, die mir quasi hier noch fehlen. Ich hoffe, es gibt mir auch die Vorlagen von den von den anderen Klassen, so wie es bei den PvP-Token ist. Ich hoffe es mal. Ich habe keine Ahnung, I don't know. Wir werden gucken, ne? Aber diese Sachen zu farmen war ein bisschen ätzend. Ich habe das mit Cordy in Oribos in der oberen Ebenen gefarmt. Hat schon ein paar Stunden gedauert, beziehungsweise ich habe es eigentlich immer gefarmt, wenn ich auf ein RBG-Invite, dass wir quasi die Gruppe im RBG vollkriegen oder wenn ich in einem Raid war, ich bin ja random dann halt auch raiden gegangen und dann gewartet habe, bis die Gruppe voll geht, bis es weitergeht. Immer dann habe ich das gefarmt, so als kleine Zwischenaktivität, dass ich nicht nur rumstehe, weil ich will eigentlich immer irgendwas machen. Und wenn du in einem Raid-Gruppe bist, kannst du keine World-Quest machen. Und dann ist das eigentlich ganz angenehm. Da kannst du dann jederzeit auch aufhören, wenn die Gruppe doch schneller fertig wird. Und ja, das hat eigentlich... Also, ich will nicht sagen, das hat Spaß gemacht, aber es war ganz nett, das so als Zwischenaktivität zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Immer mal hier 20 Minuten, da eine halbe Stunde, bis die Gruppe voll war. Und dann ging das eigentlich, ne? Genau. Also heißt, wir kaufen sie das erstes für 750 von den Anima-haltigen Waffenfragmenten und 30.000 Anima. Das ist hier tatsächlich das... Das ist, glaube ich, das teuerste und beschissenste Item, das es im Moment im Spiel gibt, was man sich quasi so erfarmen kann, von dem Händler zumindest. Weil du halt erstmal die Monstrositätenfabrik komplett hochballern musst und nochmal 30.000 Anima und diese Waffenfragmente. So, ich würde sagen, wir lernen das jetzt mal. Jetzt guck mal, also ich glaube, das waren 6 Vorlagen, die ich brauchen konnte. Wie viel habe ich jetzt gelernt? 1, 2, 3, 4, 5. Achso, er hat jetzt die hier gelernt, aber warte mal, jetzt zählen wir mal die epischen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, schau mal, er hat auch eine Kriegsglaive gelernt. Ja, okay, du kriegst auf jeden Fall alles. Schau, ich habe auch eine Axt gekriegt, eine Schusswaffe. Okay, also alles andere hätte mich tatsächlich jetzt auch gewundert, ne? Weil eigentlich ist es bei den Tokens immer so, dass du alle Vorlagen kriegst. Sonst hätte man das eher mit dem Worry farmen müssen und dann hätte ich mich jetzt gerade ziemlich geärgert, dass ich so viel Zeit und Energie da rein investiert habe für quasi nix und wieder nix. Das war jetzt tatsächlich gut, dass wir alle bekommen haben. Aber ich habe nichts anderes erwartet, muss ich euch ehrlich sagen. So, jetzt haben wir noch über 4.700 Anima und wir zahlen jetzt mal den Rest ein und dann kaufen wir uns einfach mal noch so ein bisschen, quasi Zeug, was dann rausgeht. Ein paar Sachen habe ich ja eh noch gebraucht. Wenn wir jetzt hier mal aufmachen bei Shadowlands Necrolords. Und da haben wir noch ein paar Sachen drin. Hier sind... Warte mal, nee, das ist das nicht. Wir müssen Händler. Händler müssen wir gucken. Und zwar hier, genau. Da sind noch ein paar Sachen drin von Händlern. Das sind die Mythic-Waffen. Das sind alles falsche Händler. Hier, die zwei Händler sind es, glaube ich, noch. Genau, hier habe ich noch einige Umhänge, Dolche und Konsorten. Und bei ihm, ja gut, erst der HC-Händler. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Beziehungsweise, nein, wir zahlen erstmal ein. Gucken wir mal, was da noch, als ich zu 10.000 müssten sein, oder? Ja, bisschen über 10.000, 15.000 haben wir jetzt nochmal reingeholt. Und die können wir jetzt ausgeben. Heißt, wir hatten 45.000 hatten wir jetzt, so Pi mal Daumen, ne? 45.000. Jetzt können wir mal hier gucken, was wir noch brauchen. Also, wir kaufen vielleicht mal das hier. Das hier. Dann wird es jetzt schon ein bisschen eng. Was haben wir denn noch? 3.000. Kann mir die beiden noch kaufen? Dann haben wir nur noch 500.
Ich weiß gar nicht, ob ich die wieder zurückhauen kann dann. Jetzt legen wir sie mal an und schauen mal, ob wir sie wieder weggeben können. Also wir kriegen das Anime da nicht wieder. Bloß, dass ich sie nicht löschen muss. Das ist nämlich immer ein bisschen nervig. Ah ja, genau. Man kann sie verkaufen. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, was mir jetzt noch fehlt. Also, es sind 1, 2, 3 Umhänge und ein Dolch. Also mir wird das ganze Zeug jetzt hier nicht mehr angezeigt, wie ihr seht. Weil die Umhänge wahrscheinlich einmal als Stärke und Agi Items an, oder sie, nicht Stärke Agi, sondern die werden quasi für die anderen Sets wahrscheinlich gewertet. Heißt, fürs quasi Plattenset, fürs Kettenset und fürs Stoffset, ne, sind die Umhänge. Deswegen werden wir die nicht angezeigt. Und der Dolch wird mir nicht angezeigt, weil der für mich als Druid in der Agi-Variante im Keim-Spec sinnvoll nutzbar ist. Aber transmocken kann ich natürlich dennoch. Also wir haben einmal einen Dolch, der kostet 3500 Anima. Und dann müssten jetzt drei Umhänge sein, quasi hier 3000, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000 Anima. Also insgesamt brauche ich jetzt nur 8000 Anima, das müsste ich in einer Woche mit Leichtigkeit zusammenkriegen, wahrscheinlich habe ich das schon am Wochenende. Und dann haben wir tatsächlich alles, was wir zumindest jetzt hier bei den Necrolords exklusiv kaufen können, über Anima. Dann sind natürlich hier noch diese Dolche, die man im N hat, oder das ist jetzt zum Beispiel HC, ne? Dann haben wir hier die ganzen Mythic-Waffen, da habe ich natürlich auch nichts, da braucht man aber das Token aus dem Raid. Dann haben wir die Dolche, die wir aus dem NHC hier haben, dann müsste hier noch LFR sein, das sind alles die gleichen Transmog-Vorlagen, also das ist alles nichts, was mit Anima zu tun hat. Das Einzige, was dann noch mit Anima zu tun hätte, wäre das Mount, aber ich habe schon 3 von 4 von diesen Mounts quasi beim Konservatorium der Königin rausbekommen. Und ich habe vor, auch das vierte Mount, es kostet zwar jetzt nur 5000 Anima, ich habe auch vor, das letzte Mount auch noch beim Konservatorium der Königin kostenlos oder mehr oder weniger kostenlos, zumindest muss ich kein Anima zahlen, rauszubekommen. Und da bleibe ich dran und sollte es im Konservatorium des Königin nicht rauskommen und ich jetzt hier erstmal noch auf ein bisschen mehr Anima hocken, dann werde ich es mal verkaufen. Ja. Aber das tun wir erstmal zurückstellen. Heißt, ich könnte jetzt eigentlich, was Anima angeht und was Waren so angeht, von den Necrolords eigentlich sofort switchen, aber auf die auf das Set muss ich noch warten, bis ich da Glück habe, beziehungsweise auf die Anhänger, die ich nur leveln muss, ne, und die Missionen. Also da werden wir noch einen Ticken warten. Und was ich kleiner machen muss, mir wieder Einigkeit holen. Ich habe vorhin gerade noch das Video für Tahonta, fürs Tahonta Mount aufgenommen und deswegen hatte ich hier noch einmal Nena dabei. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder Einigkeit uns besorgen. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir tatsächlich am Ende von dem kleinen Video. Und wir sind jetzt am Endstand von fehlenden Items 1342 und das entspricht 98,21%. Heißt, wir haben wieder ein paar Items plus gemacht und so nach und nach sind wir am Ziel, dass wir uns fast alles geholt haben. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.